Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Bloodborne. Und wie immer an meiner Seite der Schwester. Hallo. Und wie in der letzten Folge angekündigt, also ich habe eben das jetzt verballert und habe mich dann noch ein bisschen jetzt ausgerüstet mit mehr Tränken. Und jetzt geht es zum Boss, schnurstracks. Hui, und der Kittel fliegt mit nach oben. Nice gemacht. Ist mir jetzt also aufgefallen. Und ich meine, es geht einfach hier runter, ne? Okay. So. Hier entlang. Nein, nicht hier entlang. Hier entlang. An denen da vorbei. Lass mich in Ruhe. Da. Meines ging hier lang. Und da ist. Oh, gar nicht gut. Bossfight. Oh, da kommt ja auch noch mehr runtergefallen. Ich fühle mich hier falsch. Jan, der Boss, nein, ekelhaft. Moment. Dann ging es, glaube ich, hier unten weiter. Weg mit eurem Gift. Ich will damit nichts zu tun haben. Komm einmal hier, der. Und dann bin ich hier runtergejumpt. Hä? Was hier? Dann bin ich hier. Kann das sein? Ah, hier ist das Tor. Oh cool, ich habe eine Abkürzung gefunden dadurch. Schön, dass ich das Tor aufgemacht habe. Freut mich. Alter, ist die eklig. Das hier runter, dann geht das hier runter. Und hier ist es. Ja, das sieht sehr einladend aus. Was? Der Bosskampf da. Hier steht ein Krieger, der wieder verschwunden ist. Ja. Nette Atmosphäre. Der läuft hier irgendwie rum. Und da sind sie. Jeder mit 3 Leben. Wir haben aber nicht sehr viel Leben. Der eine schießt mit Feuer. Was? Der eine bekämpfen wir mit dem Katana. Junge, Junge. Nein! Ah, in den Rücken! Jan, Alter. Wir sind sehr munter unterwegs. Oh. Übertreib! Oh, das. Warum war ich jetzt One-Hit? Da machen die Spinnen One-Hit? Also, kämpfst gerade gegen die drei Typen, ne? Ja.
Okay, der nächste Boss halt ist eklig. Der ist auch gar nicht so weit weg. Wow, wow, ich kassier gerade eine Combo. Ich kämpfe gerade irgendwie gegen alle drei gleichzeitig. Was? Dein Ernst? Ach, ich hab nur drei Fiolen gefangen. Was? Nummer 1 ist tot. Nummer 2 hat auch direkt schon das Feuerschwert rausgepackt. Ich habe keine Fiolen mit dem Boss. Jetzt am besten 20 Fiolen. Oh. Hä? Was macht der denn? Okay, ich habe ihn nicht mehr agieren lassen. Und ich habe gewonnen. Ich habe 14 Stück verbraucht. 14 Fiolen. Ja, ich bin auch mit 10 reingegangen. Ich hatte 20. Ich würde sagen, den nächsten Bosskampf, den machen wir zu zweit. Also ich finde den allein viel zu schwierig. Ich meine, der Gegner hält nicht viel aus, aber ich war irgendwie one-hit. Ich weiß nicht hat, wieso. Hat bei dir der Feuertyp da auch später so eine Schlange aus dem Wasser gerufen? Nee, so weit habe ich den gar nicht kommen lassen. Ich habe dem die ganze Zeit keinen Schaden gemacht. Und dann, als alle anderen tot waren, habe ich den einfach die ganze Zeit geschlagen, sodass er nichts. Ja, ich habe ihn direkt am Anfang einmal da, weil ich nicht viel hatte, mehr im Leben, da musste ich mich erst voll machen. Und er auf mich hat er das dann gemacht. Weil ich habe gegen alle drei gleichzeitig gekämpft. Immer wenn der gerade am nächsten war, der habe ich ja gerade drauf gekloppt und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ja, oh. Er stand immer so, dass mich. Was ist das denn? Du bist ja fast. Du bist ja noch hässlicher als. Diese Insekten. Ja. Wow, 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 wow. Drück mir da keine Kombo rein, mein Freund. Ich habe nicht mehr so viel. Sag dir, wenn der auf dir drauf sitzt, dann hast du ein großes Problem. Ja, ich hab's gerade noch geschafft, dass er nicht sich auf mich draufsetzt. So, das sollte man immer verhindern, weil wenn der auf dir drauf sitzt, viel Spaß. So, ich hab. Ach, hier ist direkt noch eine Lampe. Also ich werde jetzt einfach so lange warten, bis du zum Boss kommst. Also. Ich habe jetzt die zweite Lampe an. Und dann. Nehme ich mal an, muss ich jetzt hier. Da gibt es zwei Wege. Einmal nach unten zu einem Tor. Das mache ich auf. Dann. So. Ja. Er hat sich nicht auf mich draufgesetzt, aber er hat sich an mich geklebt.
wenn er auf die drauf sitzt, dann. Aber der hat den Wahnsinnsschaden gemacht, da. Ja. Das Wahnsinnsding. Halt nicht voll. Hier ist ein Tor von einem Gerät geschlossen. Auch von der anderen Seite. Ist der Wahnsinnsschaden schon durch? Und der Balken läuft dann auch runter. Ja, mach, guck, dass du voll bist. Ich bin voll. Warte, bis er fertig ist. Und ist weg. Lol. Wenn er komplett voll ist, dann kriegst du richtig passen Damage. Oh, nicht schon wieder. Hässliches Ding, du. Warum kommst du nicht wieder auf mich drauf? Kannst vergessen. Und da oben lief noch einer lang. Wir waren irgendwie, wir waren zwei Wege. Welchen bist du gegangen? Wie bitte? Oh. Ja, angejumpt. Lasst euch. Ich find's irgendwie gut, dass ich, Dings da, den Feuerschaden ausgerüstet habe. Wenn es Insekten sind, dann sollte es theoretisch endlich mehr Schaden machen. Ah, hier ist das mit dem. Du musst dies akzeptieren. Mond. Ich kann hier das Tor aufmachen. Was ist das? Hier wohnt jemand? Ja, dann sollen wir gleich, willst du danach noch eine Folge aufnehmen oder machst du danach Schluss? Gucken. Moment, bei dem ist, Boss würde ich noch gern mit dir machen. Ja, bei was dir, aber bei mir. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will. Oh. Warte, Jan, du kannst mich ruhig in deine Welt holen, ne? Ach ja, stimmt. Voll vergessen. Dann geh mal zu der Lampe da, die da war. Die Moment, ich bin gerade mitten in einem Kampf. Ja. Gegen zwei gleichzeitig. Die wollen mich beide bespringen. Ja, das ist ja schön. Und der zweite hat auch wieder geschafft. Der eine schlägt mich und verhindert sich aus. Ich bin tot. Ich hatte Wahnsinn. Ja, das hat mir, ich habe 30 Vitalität. Das hat mir vielleicht auf ein Achtel hab ich das runtergeboxt. Dann hau mal die Herausforderungsglocke an. Ich guck nochmal, ob beim Netzwerk alles. Ja, wir haben alles richtig. Ja, lass mich erstmal wieder spawnen. Ja, ja, wenn du spawnst, machst einfach die Glocke und dann mach ich rein und dann ist gut. Alter, das hat mich jetzt überrascht. Darauf habe ich gar nicht mehr geachtet, weil ich gegen zwei gleich gekämpft habe. Warte, ich mach die Herausforderungsglocke, ne? Genau. Sag, wenn sie. Suche nach den Leuten eine kleine nachhallende Glocke. Jetzt kommt's. Okay. Leute. Vielleicht geht er jetzt schneller, dass wir nicht, weil wir nicht in einem Netzwerk sind, quasi. Glaube ich irgendwie nicht. Bei deiner Leitung? Ja, eben. Läuft aus der Ebene aus. Andere Spiele kann ich auch vernünftig. Warte, ah ja, meine Blutecho kann ich ja trotzdem einsammeln dann, ne? Ja. Die das Schwein mir gedroppt hat. Ich dachte, da wäre nämlich, als ich da rechts lang gegangen bin, da dachte ich, da kann ich das Tor aufmachen. Ja, da kannst du auch das Tor aufmachen. Und dann habe ich auf einmal ein großes Vieh dort gesehen und dann wollte ich schnell zurück. Ja, das Vieh, das ist. Weil mich hat waren schon diese zwei Typen, diese zwei Insekten da, die wie irgendwie, keine Ahnung, wie Bienen aussehen halt. Und ja, dann bin ich schnell an den vorbei, wollte zum Tor und dann sehe ich da schon das große Vieh und dann habe ich abgebrochen. Ja, das große Vieh, das kann auch übelst Damage machen. Stehst du noch an der Lampe? Ich stehe da noch, ja. Er zeigt mir auf meinem Bildschirm noch keine Anzeichen dafür, dass jetzt hier jemand reinkommt.
Ja, stimmt, dann sieht man oben rechts so ein Ladeding. Nach dem Leuten eine Herausforderungsglocke. Was sagt die Zeit? Wir sind erst bei der Hälfte. Ah, okay. Es ist noch Zeit, meine lieben Freunde. Es ist noch Zeit. Da kam gerade so ein Ladezeichen bei mir. Bei mir ist. Ja. Jetzt wirst du gebordet. Bei mir sind die Leute eine kleine Glocke. Wir müssen hier lang. Genau. Hier war auch einer. Da ne, hier bin ich gar nicht. Achso, hier geht's ja. Ach, das ist dasselbe Weg. Oh. Du nimmst den, ich nehme den anderen. Lol, hier habe ich gar nicht so viel Leben. Wie voll will ich leben? Ach, ich hab, das wird mir deinem Status angepasst. Kann sein, weiß ich nicht. Ah. Ja, auf jeden Fall ist auch hier eine finstere. Ja, ja. Da oben. Die da oben. Die ist hier oben. Da war ein Hinweis. Vorsicht vor Dummkopf. Hoffentlich. Wen meine ich? Die Arkane See liegt hier. Bombot haben. Quecksilberkugeln. Hier müssen wir nämlich gleich rein. Ja. Ich glaube, es war auf der anderen Seite. Hier liegen meine Blutechos. Wo? Oh. Auf 22.000. Das Vieh da hinten, ne? Ja. Hä, wo sind die zwei Herren? Kommt da runtergejumpt. Oh. Nein, er sitzt auf mir. Hinter dir! Halt dich hoch. Lauf! Wow! Ich warte gerade, bis das Wahnsinn-Ding weg ist. Ja. Schießt er schon wieder? Ja, er schießt. Hier kann ich ja nicht auch lang gehen. Was hat der Blitze? Gleich down. Down. Wir sind. Großartige Weisheit lag hier. Ja, das gibt zwei Einsicht. In der Ecke steht noch einer. Und ich habe die ganzen Einsichtdinger habe ich noch gar nicht. Holy. Erst geht er auf dich los und dann bespringt er mich. Also mitten im Flug ändert er die Richtung. Das gesehen. Du Arsch, du. Da hinten liegt noch jemand. Was? Beruhigungsmittel. Ja, das ist gegen Wahnsinn. Dann kann ich eigentlich hier gegen Gift Black machen und Wahnsinn ausrüsten, ne? Na, ich mach das hier weg. Wo hab ich das? Ah, ich hab dir mal das Tor hier aufgemacht. Ach hier. Du hast das Tor aufgemacht, sehr schön. Gut. Hier geht's rein. Erinnerst du dich an Rollen? Hier links ist eine Truhe. Da. Hier sind einige Hinweise und Tote. Perlingsmücke. Ja, ja. Erinnerst du dich an schnelle Gegner. Waffe? Du rüst am besten deine Pistole aus. Ja. Die habe ich. Die bin ich immer dabei. Immer dabei. Da oben ist nämlich der Gegner. Sonst hier ist hier nichts. Nur weiter oben. Ich kann aber die Tür öffnen. Ah ja, stimmt. Das sollst du machen. Ich schaue mich trotzdem noch mal um.
Das bist du und dann ist das der Feind. Das ist so ein Jäger, ne? Ja, schön. Guck mal, wie viel... Siehst du den auch brennen? Ja. Geh zurück, am laufenden Bande. Das nennst du Jäger? So ein Jäger, ja. Ein... Ja, mutierter der Jäger. So ein bisschen zombieartig ist. Der ist mutiert. Da ist nichts mehr Menschliches. Muss ihn immer mit diesem Special Attack. Oh, der Arm hat so null Chance. Lol, Alter, ich wollte sagen, will ich nicht endlich mal sterben? Mir ist ein Item von dem. Blaues Elixier. Aber hier ist Weg zum Boss, aber. Und das. Die Spinne verbirgt alle möglichen Rituale und gibt nichts preis, da wahre Erleuchtung nicht geteilt wird. Das war die Notiz, die hier lag. Da drin? Was liegt der Hinweis? Schüleruniform, Schüler. Ja, die Hose. Kannst du irgendwie nicht anziehen, konnte ich auch nicht. Aufrichtiger Dank. Warum konntest du die nicht anziehen? Ah doch, jetzt kann ich sie anziehen. Ich konnte die bei mir nicht anziehen. Ist aber nicht aber so gut. Nö. Gar nicht gut. Mit. Hier liegt noch eine Notiz. Ah ne, doch, das ist keine Notiz. Das war ein Kämpfer. Da kannst du nicht rein. Das Item holen wir jetzt. So, also hier riecht nach Wahnsinn. Untersuchen, wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schoß mit einem Kind gesegnet. Kamen wir dir eben die Nachricht wegen so einer Glockentussi? Ja, als wir rein, also reinkamen. Ah, okay. Fällt einiges. Hatte ich ja vorhin kurz mal erwähnt. Dann hab ich. Hier liegt was. Untersuchen Lunariumschlüssel. Hast du den auch schon? Ja. Boss, nämlich. Warte, kommt so eine alte Tusse. Ich bin schon wieder. Dann komme ich wieder runter. Er ist tot. Ah, vielleicht droppt hier was. Nein, nicht so. Hier oben ist noch was Schönes. Größer als sonst, ne, oder? Oh. Hab ich erst nicht gesehen. Ja. Hey, hier oben ist eine Truhe, ne? Öffnen. Der hat wieder nichts gedroppt. So ein unfreundlicher Mensch. Du machst meine Truhe schon auf. Leere Trugbildhülle. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Eins dieser Items da, wo du 15 Arkanen brauchst. Ach so. Und ich bin einfach gesprungen. Ich wollte mir die Fiole spannen. Jetzt kommen wir durch die Tür da. Ja, ich hab's vergessen. Ich da ja mal stoppen sollte. Töte die Olle. Ach, die Olle. Einfach töten. Die macht nichts. Töte sie. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte auch erst dagegen kloppen. Und dann habe ich gesehen, da steht Reden. Aber zeig nur, töte sie. Er redet nicht. Kriegst du denn ein Item? Nein, geh da noch nicht lang. Jan, geh da noch nicht lang. Töte sie erst. Ernsthaft? Ja, ich hab die auch getötet. Du kriegst von dein Item. Die war eh nicht freundlich. Du kriegst von der erstmal ein paar Seelen. Und die droppt so eine Rune. Und ich konnte immer noch mit ihr reden. Jan, Auge. Du springst jetzt. Einfach da runter. Renn und spring runter. Riecht nach Mut. Renn. Tritt spring. Vor und Zeit für widerliche Bestien. Auf ins Getümmel. Ist rein. Ich bin drin, ja. Ja, aber ich frage mich, ob ich rein kann. Und Seite ist die. Zwei. Oh, lol. Guck mal, wir können über Wasser laufen. Ja, ja, du musst das Vieh da hinten angreifen. Sonst kann ich nicht rein. Erinnerst du dich an Insekt? Oh, ist das hässlich. Ja, das riecht hässlich. Pass auf, was das gleich macht. Hau das und renn mal ein ganzes Stück weg, sonst bist du umzingelt. Jetzt renn. Oh. Das mal. Oh, ich hasse Spinnen. Ja.
Oh, nicht wie Körper. ich hasse. Du musst die immer an den Seiten treffen. Die Spinnen. Ja. Ich würde dir empfehlen, die immer wegzumachen. Und die gucken mich nur an. Oh, seid ihr hässlich. Wow, wow. Was? So viel Schaden? Ja. Die hat mich bespuckt mit irgendwas. Eine normale Spinne oder die große? Die kleine. Ja, das Schlimmste in dieser Phase sind nur die Spinnen. Wenn die so hochjumpen, dann machen die übertriebenen Schaden. Ja, ich bin fast tot. Weg. Und jetzt aktiviere ich Feuerpapier und das Vieh kriegt jetzt. Ach, du hast Feuerpapier aktiviert. Das mal. Brenn. Kokel. Oh, du bist so ekelhaft. Du siehst so ekelhaft aus. Okay. Pass auf, das portet sich jetzt an eine andere Stelle und spawnt wieder Spinnen. Aber Ach, es da kann jetzt noch hinten. mehr. Es kann jetzt noch mehr. Es kann noch mehr. Als sonst schon. Da jetzt Oh. und Der nächste Form wird's Bug. noch mieser. Ich Stehen hab wir Rücken gedacht, an Rücken? okay, ich habe keinen Bock, mich mit den ganzen Spinnen zu mucken. Bin tot. Und ich habe kassiert. Dieser Brocken hat mich gewonnen. Kann ich dich wiederbeleben? Kann ich dich. Scheiße. Muss es alleine schaffen. Ich habe Glück, die Meteoriten habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Ja, also ich habe einen Hit von der Spinne, den Meteoriten war ich tot. Und da kommt noch mal was. Ich weiß auch nicht, weil jetzt gerade kriege ich irgendwie so Gänsehaut. Ich habe das Gefühl, dass mir irgendwas hochkrabbelt. Hier sind schon hart eklig. What? Ich habe den nicht ankommen sehen. Tot? Ja. 40, 41.000. Kannst du wiederholen? Irgendwer hat die. Entweder einen. Ne, einer der Spinnen kann die nicht haben. Weil da kommen ja andere. Ja, ganz normal. Wenn ich Glück habe, liegt das da rum. Wenn ich Pech habe, Dann hat der Boss die. treffen wir uns vor dem Bossraum. Also ich gehe da schon mal hin. Ich spawne erst neu. Nein, und zwar bevor ich hier weitergehe, würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und zwar dann direkt bei dem Boss. Oh Ich hoffe, ja. es hat euch wieder mal gefallen. Ich bin in Wirklichkeit kein Fan von Spinnen. Gar Und nicht. wir sehen uns. Haut rein. Ciao.